Hallo, was machen Sachen? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh zu Wort wiederkomme, aber das Internet brennt momentan. Unity hatte eine gute Idee, die sie alleine für gut hielten. Der Rest der Welt fand die halt nicht so geil und ja, gefühlt hat Unity sich komplett mit der Aktion in die Wand gefahren. Nicht nur, dass die Idee an sich bescheuert ist, sondern die ganze Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wie das erklärt wurde, wie untransparent diese ganze Sache ist. Es ist halt ein absoluter Vertrauensbruch zwischen Unity und seinen Entwicklern. Lief ja die ganze Zeit anscheinend nicht so gut. Ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen, der schon eine Weile mit Unity zusammenarbeitet und die hatten halt sehr, sehr viel Frust, weil Unity anscheinend nicht mit ihren Game Devs zusammenarbeitet, sondern gefühlt dagegen. Und das war so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Viele, viele Leute, die ich kenne oder für die ich auch Sachen gemacht habe, haben sich jetzt beschlossen, ja, wir lassen Unity jetzt einfach da, wo es ist und wir gehen auf eine andere Plattform. Kann nicht jeder machen, wenn ein Spiel eine gewisse Fertigkeit schon hat, ist es halt schwierig, ein fast fertiges Spiel nochmal zurück auf eine andere Game Engine zu packen oder eine ganze Firma direkt umstrukturieren auf eine ganz andere Game Engine. Ist alles nicht so einfach. Und ja, was ist denn jetzt eigentlich los? Was ist denn passiert? Wie gesagt, Unity hatte eine gute Idee. Also sie fanden, sie hatten eine gute Idee und haben sich gedacht, wie wäre es denn, wenn die Entwickler uns dafür bezahlen, dass ihr Spiel installiert wird? Also für jeden installierte. Also für jede Installation des Spiels möchten sie Geld haben, je nachdem, was für eine Lizenz du hast. Zwischen 20 Cent und einem halben Cent. Und ja, die Idee an sich kam erstmal nicht gut an, weil das ist ein absurdes System und sehr, sehr fehleranfällig. Es gab auch nicht wirklich eine Erklärung, wie genau das jetzt getrackt werden muss. Es gab ja natürlich Fragen, Leute haben gefragt, wie sieht es denn jetzt aus? Doppelinstallation, also wenn ich ein Spiel runterlade, das deinstalliere und das neu installiere, zählt das dann auch als Neuinstallation? Oder wie sieht es dann aus mit Spielen, über illegal erworben wurden? Wie sieht es damit aus? Werden die auch getrackt? Muss ich dafür auch zahlen? Oder Spiele, die über Game Pass oder so weiter installiert werden, muss der Entwickler auch dafür zahlen? Kam alles, ja, wurde nicht sonderlich gut aufgeschlüsselt bis jetzt. Es hieß ja dann ja, Quelle so, vertrau mir, Bruder, wir können das schon und wir glauben schon, dass wir das hinkriegen. Wir wissen, wie man das machen können, aber es gab halt nichts wirklich Handfestes, wo man sagen könnte, okay, wir können euch in der Hinsicht vertrauen. Ihr habt euch ja momentan sehr, sehr vertrauenswürdig generell so gezeigt mit dem Ganzen hier. Wir vertrauen euch, dass ihr richtig zählt und dass ihr halt keine Doppelinstallation zählt, dass ihr keine illegal erworbenen Spiele mit reinzählt. Das wird schon, das vertrauen wir euch, dass das gut funktioniert. Ja. Keinerlei Kontrollinstanzen, Unity ist dafür verantwortlich, die Sachen zu zählen. Ja, das kann nur gut werden. Eine Sache, die sich immerhin ein bisschen aufgedröselt hat, war jetzt erstmal die Aktion, wer muss denn jetzt was zahlen? Am Anfang war das nicht sonderlich klar. Viele Leute hatten auch Angst, dass ihre Free-to-Play-Spiele oder ihre Browser-Games und so weiter auch mitgezählt würden. Also Browser-Games an sich werden anscheinend nicht mehr mitgezählt als Installation. Die existieren halt komplett ohne irgendwas. Und auch das, wer muss was zahlen, wurde ein bisschen besser aufgeschlüsselt. Man hat halt, man muss zwei Punkte überschreiten, je nachdem, was man für eine Lizenzversion hat. Ich blende das mal kurz für euch ein. Ist halt, man muss beide Sachen treffen. Das erste ist halt einen gewissen Verdienst innerhalb von einem Jahr. Ist halt von 200.000 bis zu 1 Million. Und dann die installierten Sachen. Aber hier ist. Gilt wieder nicht die Installation in einem Jahr, sondern insgesamt alle Installationen, die irgendwann im Laufe des Spiels gemacht werden, zwischen auch wieder 200.000 und 1 Million. Beide Sachen müssen übertroffen werden, dass du dann halt zahlen musst, je nachdem, welches Lizenzmodell du fährst. Und dann kommt es dann halt darauf an, generell das Standard-Unity-Ding, also die Personal Use und die Unity Plus, die müssen immer 20 Cent bezahlen. Und dann ab Unity Pro oder Unity Enterprise wird es dann halt gestaffelt günstiger. Und bestimmte Länder wie Indien und so weiter sind halt auch mal extra gemacht, die sind dann halt deutlich günstiger. Immerhin, das haben sie uns gegeben. Immerhin, das existiert, keine Ahnung. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Tage, gestern hat sich ein bisschen aufgedröselt. Am 13. war es noch nicht so gut erklärt oder nicht so klar erklärt. Das hat sich immerhin das Einzige, was sich jetzt momentan ein bisschen aufgedröselt hat, ist, wer muss wann was zahlen. Das andere ist so, ja, mehr so Quelle, ja, vertrau mir, Bruder, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und dann kam im selben Zug auch noch auf, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel über einen Game Pass habe? Das wird ja auch sehr stark installiert, aber der Profit ist ja ein ganz anderer. Wer kommt denn dafür jetzt auf? Und da hatte Unity die sinnvolle Idee, ja, der Betreiber oder der Eigentümer der Plattform muss das bezahlen. In dem Sprich, wir nehmen jetzt halt den Game Pass, müsste Microsoft die Installationsgebühr bezahlen.
Ich glaube, die haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Zumal es ist ja da nicht nur der Game Pass über Microsoft, sondern halt auch alle anderen Firmen, die halt solche Sachen anbieten. Nicht nur, dass sie wahrscheinlich jetzt befürchten, dass viele ihrer Leute oder ihre Klienten, die halt diese Sachen nutzen wollten, einfach sagen, nee, uns ist das Risiko zu hoch jetzt, das ist noch nicht geklärt, wir ziehen uns zurück, wir lassen das. Ja, ich glaube, die haben da auch noch ein größeres mitzureden. Gerade die größeren Firmen, sei es jetzt Nintendo mit ihrem Game Store, sei es jetzt halt auch ja, Microsoft, sei es was weiß ich, dass sie da alle jetzt sagen, ja, uns gehen hier so viele Leute weg, das kann nicht angehen, da muss man was tun. Es sind sehr, sehr viele, die halt wirklich sagen, das reicht jetzt, das war jetzt wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht nur, dass die Idee an sich echt bescheuert ist, für jede Installation zu machen, die halt wirklich so fehleranfällig ist. Man weiß nicht, wie wird das getrackt? Sind das wirklich nur die erste Installation? Ist hier wirklich nur die, die gezählt wird, wie angegeben? Werden doppelte Installationen nicht gezählt? Es ist schon mal klar, dass verschiedene Geräte immer als eine Installation gehen. Stell dir vor, du hast jetzt halt einfach einen Laptop, den du unterwegs hast, machst da ein Spiel drauf, weil du unterwegs was zocken möchtest, oder hast das auf dem PC, hast dasselbe Spiel über denselben Account runtergeladen, aber hast schon direkt zwei. Das kann man ja staffeln, je nachdem, was für ein Spiel es ist. Es sind ja nicht nur reine Computerspiele, viele dieser Sachen sind auch primär gefühlt für mich auf jeden Fall für Apps ausgelegt. Gerade da Unity letztens erst oder Anfang des Jahres irgendwann, ich bin mir nicht sicher wann, aber so Anfang, Mitte des Jahres hatte Unity eine ja, Kooperation mit Apple, dass sie halt zusammen an Apps arbeiten, dass halt die Unity extra Zugriff für verschiedene Sachen hat, die halt einem erleichtert, ja, Apps für iOS zu machen. Dass sie wirklich weniger direkt auf die Computerspiele ausgehen, sondern ich vermute, diese ganzen Sachen richten sich deutlich schneller oder effektiver an alles, was so Apps macht, weil halt auch Unity. Mit Unity werden Apps installiert, ja, deswegen haben sie sich mit Apple zusammengetan. Ja, macht Sinn. Das ist wirklich das größere Target hier gefühlt für mich. Ich weiß nicht, ob ich hier komplett falsch liege, aber gefühlt für mich ist das Target nicht unbedingt die Spieleentwickler für PC, Konsole etc., sondern wirklich für Handy. Fürs Handy. All das Ganze, all diese Untransparenz, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wie schlecht irgendwas erklärt wurde, diese ganze Ungenauheit, einfach dieser Vertrauensbruch ist quasi wirklich der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und viele, viele Leute sagen jetzt, okay, das war's, wir verlassen Unity, wir verlassen das sinkende Schiff quasi und wir gehen auf andere Engines. Das ist einmal die Unreal Engine und die Godot Engine wurde viel erwähnt, auf die jetzt Leute sich halt neu verteilen. Sag, für die beiden Engines ist das jetzt ganz gut. Für Unity nicht, also wirklich viele haben, selbst wenn sich das jetzt noch irgendwie regeln möchte, irgendwie funktioniert, irgendwie weniger problematisch aussieht, selbst dann haben sie halt sehr, sehr viele Leute verloren, einfach wegen diesem großen Vertrauensbruch. Viele sind, wie gesagt, von Anfang an schon frustriert gewesen über Unity, weil Unity immer weniger für die Developer macht, sondern immer mehr für sich als Firma oder so. Und das funktioniert als Game Engine nicht so gut, weil du arbeitest mit den Game Devs zusammen, du musst ja auch irgendwie gucken, dass hier halbwegs irgendwie auf einen Nenner kommt und das hat anscheinend die letzten Jahre nicht funktioniert. Ja, viele, viele Spiele haben schon gesagt, ja, oder viele Studios haben schon gesagt, ja, wir verlassen das segelnde Schiff und suchen uns eine andere Alternative. Kann sich natürlich nicht jeder leisten, wenn du jetzt eine Firma hast, die halt sich jahrelang schon immer mit Unity beschäftigt, immer Unity genutzt haben, die kannst du nicht eben mal halt umwandeln. Oder auch nicht Spiele kannst du nicht direkt einfach so einfach in eine andere Game Engine packen. Das ist ja nicht so simpel. Das ist ja eine Sache, die dauert halt sehr lange. Und 4 Monate sind halt keine lange Zeit. Ich sag, das Ganze tritt in Kraft tatsächlich Anfang neues Jahres, also 1. Januar soll diese ganzen Sachen in Kraft treten. Ab dann musst du dann halt, wenn du diese beiden Thresholds überschreitest, die Gebühren für Installation runterladen. Ich hoffe für die Entwickler, die sich halt von Unity nicht trennen können, die darauf angewiesen sind oder die es halt einfach schon Spiele haben. Es ist ja nicht nur, dass neue Spiele, die dann sind, sondern alle, die schon existieren, werden dann mit in den Druck gezogen. Es ist nicht so wie bei Unreal. Ich kenne es jetzt nur von Unreal. Da gab es ja die Regel, die Regeln, die aktuell sind, gelten immer für jede Version. Sprich, momentan hat Unreal ja die 5% ab 1 Million Einnahmen. Die gilt halt für die Unreal Engine 4 und die Unreal Engine 5. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben die Unreal Engine 6 und wir haben da mehr und wir brauchen mehr, dann dass du 10% Einnahmen uns abgibst, kriegst du die auch nur, also musst du die nur abgeben, wenn du wirklich auch nur die Version Nummer 6 nutzt. Wenn du Unreal Engine 4 oder 5 nutzt, hast du die alten. Also du hast diese Lizenzen oder diese Bedingungen immer für jede Engine. Und Unity sagt sich, ja, fuck you, ist jetzt jeder einfach dran. Egal, wann du das Spiel gemacht hast, was für eine Version du genutzt hast, es ist immer dann für alle.
Wäre ja eigentlich der sinnvolle Move, wenn man das zur Not, wenn man es ja unbedingt so machen möchte, wäre es nicht einfach dann der sinnvolle Move? Wir machen das mit der neuen Version, wir bringen jetzt Unreal Engine 24 raus oder Unreal Engine 2024 oder Version 2024 und ab dann gilt dieses alles, was mit dieser Version der Engine gemacht wird, muss dann so berechnet werden. Das würde ja irgendwie halbwegs noch Sinn machen, aber hinzugehen und sagen, ja, jeder muss das jetzt machen, egal was für eine Version du hattest, das war ja eine Sache, die war ja vorher nicht klar. Ja. Finde ich schon schwierig, zumal Game-Entwicklung halt nicht eine Sache ist, die machst du innerhalb von ein paar Monaten. Gilt für kleinere Projekte, für so Versuchsdinger oder halt wirklich Minispiele kann das funktionieren. Aber für so Indie-Devs, die ein bisschen komplexere, größere Spiele haben, die arbeiten halt nur mal ein paar Jahre an so einem Spiel zur Not. Das kann, ohne Probleme kannst du an einem Spiel mal 4 Jahre arbeiten, wenn du halt wirklich dich dedicated hinsetzt und ein kleines Studio hast und dich hinsetzt, ja, wir machen jetzt ein geiles Spiel. Wir brauchen mal 4 Jahre oder so. Das ist doch absurd, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt diese Engine, weil die hat diese Kondition. Das ist für uns ganz fein, damit kommen wir gut klar. Aber es ist ja eine Sache, die nimmst du ja auch wahr. Das ist ja eine Sache, die kalkulierst du ja mit ein, wenn du dich entscheidest, was für eine Game Engine du nimmst. Was passt denn gerade für dich? Wenn du dich entscheidest, okay, vor 4 Jahren, die Engine, das läuft ganz gut, das sieht für uns ganz fein aus, damit kommen wir zurecht. Lizenzierung ist auch okay. Wir nehmen das. Und 4 Jahre später, du willst dein Spiel endlich fertig, willst das endlich rausbringen und dann sagt die Engine, ja, übrigens, ich habe da alles was geändert. Das ist jetzt anders, du musst jetzt andere Bedingungen erfüllen. Das ist doch komplett Wahnsinn, ja, so komplett absurd. Ja, und egal, wie es jetzt ausgeht, ob Unity selbst da noch was ändert, viele Leute werden einfach sagen, ja, nee, machen wir nicht mit. Ahoi, auf Wiedersehen. Und ja. Auch viele schon Leute, die halt auch schon Spiele haben, sei es jetzt die Leute von Call of the Lamb, sind am Überlegen, ob sie ihr Spiel einfach komplett runternehmen, ob sie es jetzt einfach wegnehmen, ob das es halt ab 1. nicht mehr oder ab 1.1. halt einfach nicht mehr zugänglich ist. Auch andere Leute sind halt am Überlegen, was viel gefragt wird, gerade jetzt halt durch diese Aktion, wenn Game Pass muss Microsoft zahlen, vermuten viele einen sehr interessanten Rechtsstreik. Für halt diese Plattform, da ist ja nicht nur Microsoft drin, sagt Nintendo wird da was zu sagen haben, Sony wird da was zu sagen haben. Ja, auch viele schmeißen da gerne noch HoYoVerse rein. Ich weiß nicht, ob HoYoVerse, ich habe es nicht gegoogelt, ob es auch auf Unity basiert, aber die sind auch schon sehr groß und haben viel Einfluss. Warum auch nicht? Schmeißen wir die auch noch mit rein, das wird eine sehr lustige Anklage. Ja, das wird noch wild. Ich halte die Augen mal drauf, will auch wissen, was da passiert. Mir tun halt auf allen Fällen gerade die kleineren Studios echt leid, gerade in Unity, die halt einfach jetzt nicht unbedingt wissen, was sie tun sollen, wohin mit sich. Jetzt einfach auch nicht mehr das Vertrauen haben. Selbst wenn sie nicht unter diese Bedingungen kommen, dass sie was zahlen müssten. Einfach das Vertrauen ist weg, dass einfach direkt hingegangen wird, ja, wir ändern das jetzt, weil wir das machen. Was mir halt auch leid tut, sind für die Leute, die das erlernen, in vielen Schulen, Unis und so weiter. Wird Unity gelernt? Es wird auch nur Unity gelernt. Es gibt selten, wo gesagt wird, okay, wir haben mehrere, wir haben immerhin Unity und Unreal zur Auswahl. Das sind halt momentan die zwei größten und leicht zugänglichsten Engine. Die Leute, die Glück haben, haben dann halt auch nochmal andere Engine. Die haben Lumberjack von Amazon oder Crytek. Ich wusste auch lange nicht, dass Amazon eine eigene Game Engine hat. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Das habe ich im Laufe dieser Zeit jetzt, also der letzten Tage auch gefunden, weil die auch ab und zu mal erwähnt wurde, ob man da jetzt rübergehen sollte, ob das jetzt vielleicht besser wäre wie Unity, weil Amazon halt auch nicht so geil ist. Da halte ich mal hier auf dem Laufenden. Gesagt, es ist auf jeden Fall, wird was Spannendes passieren oder es wird halt einfach komplett volle Kanne gegen die Wand donnern. Ja, ich halte Augen und Ohren offen und werde euch informieren, wenn es ein bisschen was mehr gibt. Ich wollte das halt einfach nur loswerden, so ein bisschen Eigentherapie, weil es mich halt auch aufregt. Es ist halt echt nicht schön, was da passiert ist. Und ja. Ich hoffe, eure Zeiten sind ein bisschen entspannter und macht mal eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von der wunderbaren Idee von Unity? Was haltet ihr davon? Oder seid ihr Game Devs? Interessiert ihr euch dafür? Oder generell interessiert ihr euch dafür, was so im Hintergrund passiert? So Engine-Shit und sowas, so eine Game Engine. Ja, ich denke, ich habe erstmal alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Wenn was Neues kommt, gibt es ein neues Video. Generell, wenn mich was beschäftigt, gibt es ein Video. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört und sieht sich.